Bitte lasst uns bei der Version bleiben. Also Lilly darf auf keinen Fall die Wahrheit erfahren. Okay. Ja, Bea, jetzt bleib ruhig. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Das schaffen wir schon. Nein, ja. Aber du weißt ja, wie hartnäckig Lilly immer ist. Ja, Schatz, das schaffen wir schon. Der Detektiv hätte fast alles versaut. Aber es ist doch alles noch mal gut gegangen. Beruhig dich. Ja. Also, sie hat keine Beweise. Okay. Also, wenn die Verhandlung vorbei ist, dann koche ich uns erstmal was Leckeres. Ja, super. Ich hab eh Ich bin nicht doof, ne? Also, verarschen kann ich mich alleine, ganz im Ernst. Ich werde schon rausfinden, wer mein richtiger Vater ist. Lilly, ich bin dein Vater. Willst du mich verarschen? Ich werde es dir. Ganz im Ernst, mit oder ohne eure Hilfe, ich werde das rausfinden, ja? Schlimm. Frau Flecht, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegenüber Ihrer 16-jährigen Tochter Lilly. Ihr Vorname, Frau Flecht, ist Bea. Sie sind am 13. Februar 1971 in Dessau geboren, wohnen in Herford, sind verheiratet. Sie haben insgesamt zwei Mädchen, Lilly, von der ich schon gesprochen habe, und die 14-jährige Emma. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Hausfrau. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Lilly Flecht, die 16-jährige Tochter der Angeklagten, glaubte plötzlich, dass der geschiedene erste Ehemann ihrer Mutter ihr leiblicher Vater sei. Am 8. September 2010 wollte sie einen Privatdetektiv aufsuchen, um sich Informationen über den geschiedenen Mann ihrer Mutter zu beschaffen. Die Angeklagte wollte dies um jeden Preis verhindern. Um ihre Tochter in der Garage einschließen zu können, stieß sie Lilly so heftig in die Garage, dass das Mädchen mit dem Kopf vor einen Stahlschrank prallte und sich eine Platzwunde zuzog. Dies hatte die Angeklagte billigend in Kauf genommen. Bea Flecht wird daher wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung wird bejaht. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Flecht, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Ja, ich möchte Aussagen. Also ich möchte das hier schon mal klarstellen, Lilly ist alleine in die Garage gelaufen. Und ich bin eine Mutter, die ihren Kindern nie was zuleide getan hat. Ich würde nie meine Kinder schlagen oder irgendwie treten oder auch gar nicht irgendwo hinschubsen. Das ist überhaupt nicht meine Art. Das hoffe ich, dass es nicht Ihre Art ist. Aber wie ist Lilly dann überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr erster Ehemann ihr Vater sein könnte? Wir sind Anfang August umgezogen. Und da hat Lilly in unseren Umzugskartons geguckt und hat da die Scheidungsunterlagen gefunden von meinem Ex-Mann. Und ich bin damals 1994 geschieden worden und sie ist 1994 auch zur Welt gekommen. Ja. Und jetzt hat sie eins und eins zusammengezählt und meint jetzt, das wäre ihr leiblicher Vater. Und ich sage Ihnen, dieser verantwortungslose Detektiv, der hat irgendwas über Norbert Becker rausgefunden, über meinen Ex-Mann und hat sie dann angerufen und zu sich bestellt. Er hat aber Lilly, wenn sie das gesehen hat, mit den Scheidungsunterlagen nicht zuerst versucht, mit Ihnen darüber zu reden? Oh ja, das hat sie, klar. Und? Aber ich habe ihr gleich gesagt, mit dem Mann bin ich fertig. Der ist für mich abgehakt, das hat sich erledigt. Und das ist auch richtig gut so. Mhm. Ich verstehe es nicht. Aber jedenfalls scheint sich Lilly damit nicht zufrieden zugegeben zu haben. Wie ist das miteinander überhaupt seit dieser Diskussion um Ihren wirklichen Vater zu Hause bei Ihnen? Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also die Situation zu Hause ist kaum erträglich. Also mit Vernunft braucht man bei Lilly überhaupt nicht mehr kommen. Das geht gar nicht. Und Paul, also mein Mann, ihr leiblicher Vater, den spricht sie jetzt nur noch mit Paul übrigens an, weil es ja jetzt nicht mehr ihr leiblicher Vater ist. Der ist natürlich völlig enttäuscht und total niedergeschlagen mit der Situation. Ja, und meine andere Tochter Emma, die hatten nie das gute Verhältnis. Und das ist jetzt natürlich auch nicht besser. Ja, dann schaffen Sie doch einfach Klarheit. Sie sagen doch sowieso, die erste Ehe ist für Sie abgehakt. Und mit Ihrer jetzigen Ehe, das ist der Vater von der Lilly. Das kann man doch nachprüfen. Da macht man einen Test zum Beispiel. Nee, den machen wir nämlich nicht. Wir lassen das einfach jetzt mal so stehen. Denn meine Mandantin müsste es ja am besten wissen. Ja, idealerweise weiß eine Frau, dass wer der Erzeuger ihres Kindes ist. Aber Sie wollten, glaube ich, einfach keine Aufregung in Ihrer kleinen heilen Welt. Kann das sein? Um keinen Preis der Welt wollten Sie das. Deshalb sind Sie ja so massiv vorgegangen. Deshalb wollten Sie ja unbedingt unterbinden, dass Ihre Tochter zu diesem Privatdetektiv hingeht. Deshalb haben Sie sie ja da reingestoßen und Sie haben diese Verletzung in Kauf genommen. Und die ist doch ganz erheblich. Deshalb habe ich auch hier das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht. Sonst würden wir nämlich nicht sitzen. Also ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wie das ist. Ich selbst bin adoptiert worden. Und ich verstehe nicht, warum meine Tochter jetzt ein Problem hat, was sie eigentlich gar nicht hat. Denn sie ist nicht adoptiert. Sie ist unser leibliches Kind. Und mein Mann trägt beide Kinder auf Händen. Der kümmert sich und gibt wirklich alles.
Selbst hier, als der Schaden war, 5000 Euro, hat er einfach nicht geschimpft, gar nichts gesagt, hat es einfach bezahlt. Übrigens, eine Versicherung übernimmt den Schaden nicht. Ne? Wenn eine 16-Jährige da vorsätzlich gegen das Garagentor fährt, dann ist da nichts. Nur frage ich mich natürlich, wenn sie zufällig da die Lili in der Garage sich eingeschlossen hätte selber, warum nimmt sie dann das Auto und brettert da quasi durch das Garagentor durch, um sich zu befreien? Dann hätte ihr doch ein Hub genügt oder so. Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Dann müssen Sie die Lilly mal selber fragen. Werde ich. Das, was ich weiß, die Verbindungstür ist zugeknallt und man kann leider die Tür nur von innen öffnen. Also man kommt von der Garage nicht ins Haus rein. Das hat übrigens der Vorbesitzer. Der hat das Ach, der Vorbesitzer. Ja. Der Vorbesitzer des Hauses, in dem Sie jetzt wie lange schon wohnen? Weiß ich nicht, der ist jetzt schuld daran, dass Ihre Tochter in der Garage eingesperrt war. Ich glaube Ihnen das nicht. Sie haben diese Tür zugemacht und Sie haben Ihre Tochter eingesperrt. Sie wussten doch auch, dass das Tor defekt war, dass man das von innen gar nicht öffnen konnte, richtig? Ja, das schon. Aber das wollten wir ja auch demnächst reparieren lassen. Demnächst wollten Sie das reparieren lassen. Das war auch beim Vorbesitzer schon kaputt. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob die Garage der richtige Ort ist, um sein Kind so ein bisschen zur Raison zu bringen. Es ist grundsätzlich ja so, dass Sie als Erziehungsberechtigte möglicherweise bei bestimmten Umständen durchaus berechtigt sind, ein minderjähriges Kind mal festzusetzen. Deshalb ist auch keine Freiheitsberaubung angeklagt, deshalb ist auch keine Nötigung angeklagt. Aber eine Körperverletzung, die haben wir hier. Und ich finde, Sie sollten dazu stehen. Da sind Sie Ihrer Tochter schuldig. Nein, das muss ich aber nicht, weil es so nicht war. Ich habe das nicht gemacht und da muss ich auch nicht zu stehen. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein, danke. Dann möchte ich mit Ihrer Tochter direkt beginnen. Lilly Flecht, bitte, und Sie nehmen bitte neben Ihre Verteidigerin Platz. Lilly, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Lilly, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Nachname ist Flecht, Sie sind 16, wohnen in Herford und gehen noch zur Schule. In welche Klasse? Ich bin in der 10 auf einer Realschule. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können Aussagen schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Ja. 55, kleine Sekunde. Man kann auch immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wollen Sie Aussagen? Ja, klar. Also seit der Sache da mit der Garage haben wir nicht mehr miteinander geredet. Und solange sie mir jetzt nicht sagt, wer mein richtiger Vater ist, beziehungsweise sie war ja mit diesem Norbert verheiratet, als sie mit mir schwanger geworden ist, das heißt, er ist mein Vater, ich will wissen, wo er lebt. Und solange sie mir das nicht sagt, sage ich natürlich auch, selbstverständlich. Lilly, grundsätzlich geht es in dieser Verhandlung ja zunächst einmal darum, ob Ihre Mutter Sie in die Garage gestoßen hat und Sie sich dadurch an diesem Werkzeugschrank verletzt haben oder ob Sie sich zufälligerweise in der Garage selber eingeschlossen haben. Aber natürlich hängt das alles mit der Frage nach Ihrem leiblichen Vater zusammen. Warum denken Sie jetzt, dass Norbert Becker Ihr leiblicher Vater ist? Nur weil Sie das in den Scheidungsunterlagen gelesen haben? Nein, das ist ja nicht nur deshalb. Also erstmal, das sagt ja schon im Prinzip aus, dass ich das Kind von dem Norbert bin. Aber meine Schwester Emma und ich, wir sind grundverschieden. Also das liegt einfach daran, weil sie euer Kind ist. Sie ist euer Kind und ich bin das nicht. Also gib doch einfach zu, dass ich nicht Pauls Kind bin. Emma, ich weiß. Lilly und du, ihr seid wie Hund und Katze. Aber so kann es doch nicht mehr weitergehen zu Hause. Kannst du nicht deinen Teil dazu beitragen und dafür sorgen, dass das Lilly sich zur Familie wieder geborgen fühlt? Mensch, sei doch die Vernünftige. Ich weiß ja echt nicht, was Mama und du euch davon versprecht, Lilly so zu verarschen. Ich tue das auf jeden Fall nicht. Lilly ist nicht meine Schwester und den Beweis habe ich auch dabei. Mama war den ganzen Tag schon sauer auf mich, weil ich ihr halt gesagt habe, wenn sie mir nicht sagt, wer mein richtiger Vater ist, dass ich dann halt zu einem Detektiven gehe. Dann meinst du, ja, das werden wir ja sehen. Und dann, keine Ahnung, dann bin ich halt zum Fahrrad, um zu dem Detektiven zu fahren. Und dann ist sie mir irgendwie hinterher und auf einmal kriege ich einen Stoß von hinten von ihr. Und dann werde ich auch mit dem Kopf gegen diesen Werkzeugschrank vollgeknallt. Das stimmt doch gar nicht. Ach komm, warum erzählst du jetzt sowas? Deine Hände waren an meinem Rücken, okay? Hatten Sie Ihrer Mutter vorher gesagt, dass und ob der Detektiv etwas herausbekommen hat über Ihren mutmaßlichen Vater? Ja klar, also nachdem ich dann in der Garage eingebunkert war, hat sie sofort in das Auto gestiegen und ist zum Herrn Kohn gefahren, zu dem Detektiven, und hat dann dem eingetrichtert, dass der mir nichts mehr sagen darf, damit ich nichts über meinen Vater erfahre. Lilly, mit Ihrem Auto stand das Auto Ihrer Mutter? Vor der Tür, also wir haben zwei Autos. Ja, und was Sie da gesagt haben mit dem, dass sie ihm irgendwas verbieten will, das ist auch Unsinn, Lilly. Das könnte Ihre Mutter gar nicht. Sie haben ihr Taschengeld gespart, Sie haben diesen Mann beauftragt und das ist auch Ihr gutes Recht. Dafür gibt es ja nun einen sogenannten Taschengeldparagrafen. Ihre Mutter wollte lediglich wissen, was dieser Mensch Ihnen für Flausen in den Kopf setzt. Und soweit ich weiß, hat er das ja auch eingesehen, oder? Ja.
Also, das reicht mir sowieso total. Der hat schon so viel angerichtet und das musste ich einfach klären, dass es so nicht geht. Was ist mit mir? Was ist mein Mamgeld? Ich habe das Geld erspart. Das waren meine 200 Euro, die ich da hingelegt habe, okay? Und dann, keine Ahnung, weißt du, wie lange ich jetzt sparen muss, bis ich wieder ein Geld für einen Detektiven habe, der mir sagt, wo mein Vater lebt? Das muss nicht sein, das kann ich dir auch sagen. Ja. Paul ist dein Vater, der ist bei uns zu Hause. Ja, klar, ja, sicher. Aber eins will ich dir mal sagen, eigentlich wollte ich es nicht sagen und bin auch nicht so wahnsinnig stolz drauf. Aber ich habe damals mit deinem Papa, meinen Ex-Mann, betrogen. Ach komm, ganz im Ernst. Es ist so. Kannst du sonst dem erzählen, aber nicht mir, willst du mich verarschen? Ich bin Paul schwanger geworden. Und es ist doch egal, ob ich damals mit dem Norbert Becker verheiratet war oder nicht. Paul ist ihr Vater. Kurze Frage hier. Glaubt das hier irgendjemand? Nee. Nein. Siehst du, es glaubt ihr niemand. Das ist natürlich sehr einfach auf diese Art und Weise. Lilly, haben Sie mal überlegt, ob man ein Abstammungsgutachten nicht machen könnte mit Ihren Eltern? Frau Salisch, das ist mein Reden. Das will ich die ganze Zeit machen. Aber hier, Paul stellt sich die ganze Zeit quer. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Du kommst doch wahrscheinlich bald noch mit, vielleicht bin ich auch nicht deine leibliche Mutter. Können wir da ja auch noch mal irgendeinen Test machen. So ist ja. Es doch dann. Ganz im Ernst, dann nehme ich halt ein paar Haare aus Pauls Bürste. Wenn ich das Geld zusammen habe, mache ich das sowieso. Dann nehme ich ein paar Haare aus Pauls Bürste, mache den Test. Dann werden wir ja sehen, dass er nicht mein leiblicher Vater ist, sondern ein alter Mann Norbert. Lilly, sehen Sie eigentlich nicht, was Sie Ihrer Mutter damit antun? Ja. Ich kann das wirklich gut verstehen. Sie sind durcheinander, Sie suchen eine Lösung für Ihr Problem, Sie wissen gar nicht, was Sie denken sollen. Aber das ist doch keine Lösung, dass Sie Ihrer Mutter jetzt vorwerfen, sie hätte Sie gestoßen. Was wird das? Ist das Rache oder was? Bringt Ihnen das irgendwas? Sie sagen mir jetzt, dass ich lüge? Meine Mutter soll sich meine Scheibe davon abschneiden, dass ich ihr die Wahrheit sage, okay? Also, Lilly, wie lange sind Sie in der Garage gewesen überhaupt? Schätzungsweise 5 Minuten. Also nicht sonderlich lang. Und wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, dass man eigentlich mit dem Auto auch durch die geschlossenen Garagentore kommt? Ja, also Paul lässt den Schlüssel immer von innen im Auto stecken. Da habe ich mich halt reingesetzt, angemacht und bin losgefahren rückwärts. Wo haben Sie das denn überhaupt gewusst mit 16 Jahren als Mädchen, wie man den Wagen anlässt und wie man den Gang einlegt und vor allen Dingen in welcher Reihenfolge man das macht? Also, ich bin 16 Jahre, ich bin nicht mehr 3 Jahre alt, ne? Ja. Also, wie man das anmacht, ist doch ganz klar. Paul hat mir das irgendwann mal gezeigt, natürlich im Stehen, ne? Aber dann der Rückwärtsgang lässt er immer drin, wenn er das Auto ausmacht. Ach so. Von daher, das war. Und die Kupplung hat er Ihnen dann nicht mehr gezeigt und dann war da auf einmal die Wand. Ja, dann bin ich durchgefahren und dann war erst das Garagentor, dumm. Und dann war halt hinten die Wand, dann bin ich über die Straße gefahren und ja, dann war es zu Ende, die Fahrt. Noch Fragen an die Zeugin Lilly Flecht? Danke. Nein. Danke. Nehmen Sie bitte an der Seite Platz, dann setzen wir mit dem Ehemann der Angeklagten fort. Paul Flecht, bitte. Flecht, nehmen Sie bitte Platz. So. Vielleicht, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Paul ist Ihr Vorname, Sie sind 40 und leben in Herford. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Mechatroniker. Die Angeklagte ist Ihre Ehefrau. Das heißt, man kann natürlich schweigen oder aussagen. Wie wollen Sie es halten? Ich sage selbstverständlich aus. Ich denke, meine Frau hat nichts zu verbergen. In keinerlei Hinsicht. Würden Sie Lilly noch mal zeigen, wie man mit einem Auto durch geschlossene Garagentüren kommt? Ja, mit Sicherheit war das keine gute Idee. Aber ich denke mal, ein Auto und ein Garagentor, das lässt sich relativ leicht wieder reparieren. Viel schlimmer ist im Moment die Situation, die wir zu Hause haben, seitdem Lilly die alten Scheidungsunterlagen von meiner Frau halt gefunden hat. Wie ist die Situation so derzeit? Naja, Lilly redet nur noch das Nötigste mit ihrer Mutter und mit mir. Ich meine, wir haben früher viel zu Hause erzählt und gelacht, aber mittlerweile ist die Stimmung total gedrückt und Lilly redet mich nur noch mit dem Vornamen an. Also sie sagt nur noch Paul zu mir. Sag doch auch mal, warum ich das mache, hä? Genau, weil du nicht mein richtiger Vater bist. Lilly, du bist natürlich meine Tochter. Ich meine, ich war dabei gewesen bei deiner Geburt. Dein erstes Wort war Papa und nicht Mama. Ich habe deine kleine Hand gehalten, als du deine Schritte gemacht hast zum ersten Mal. Hör mal, ist das denn alles, hat das denn keinen Wert mehr für dich? Wegen hier nichts und wieder nichts. Ich möchte das Thema einfach mal zurückstellen, schon weil Sie eben vom Gesetz wegen ja als Ihr Vater gelten, weil Sie mit der Mutter zur Zeit der Entbindung zusammen gewesen sind. Herr Flecht, wie war eigentlich das Verhältnis zu Ihnen und Ihrer Frau gewesen von Lilly, bevor Lilly die Scheidungsunterlagen gefunden hat? Die Stimmung war super, die war bestens. Ich meine, meine Frau hat alles für die Kinder getan, damit sie glücklich sind. Ich natürlich auch. Ich meine, wir sind ja auch wunschlos glücklich mit unseren beiden Töchtern. Das ist Lilly und Emma. Emma ist die Jüngste.
Aber seitdem dieses Schreiben da gefunden worden ist... Herr Flecht, es geht ja nicht nur ums Schreiben, um ein Stück Papier. Es geht um eine gemeinsame Geschichte Ihrer Frau und auch Ihrer Tochter, die auf der Suche nach der Identität ist. Und das ist doch alles überhaupt kein Grund, dass die familiäre Situation bei Ihnen zu Hause gerade im Keller ist, so dermaßen massiv auf dieses Mädchen loszugehen. Nur, damit die nicht zum Detektiv kommt. Ich glaube, Sie brauchen einen Grundkurs in Pädagogik mal. Ob der ihr nun was Neues erzählen kann oder nicht, so geht's doch nicht. Also können Sie das denn nicht verstehen? Meine Frau wird sich eher die beiden Hände abhacken, als unseren Kindern was anzutun. Haben Sie denn daneben gestanden? Nein, Sie haben nicht daneben gestanden. Also wäre ich mit solchen Behauptungen mal ganz vorsichtig. Ich habe etwas Mühe zu verstehen, dass Sie nicht einfach einen Vaterschaftstest machen. Aber gut, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ich kann nicht verstehen, wo Sie das Problem sehen, wenn Ihre Tochter einen Privatdetektiv dann einschalten will, um Informationen zu bekommen auf eigene Faust, weil Sie mauern. Die macht das von Ihrem Taschengeld auch noch. Was ist so schlimm daran? Soll sie es in die Disco tragen? Wäre Ihnen das lieber oder was? Natürlich nicht, aber... Können Sie denn meine Frau nicht verstehen? Ich meine, vielleicht hat Ihre Frau etwas zu verbergen. Das ist doch der Verdacht, der sich hier aufbringt. Nein, was sie zu verbergen hat, ist, ihre erste Ehe war halt nicht so glücklich. Sonst hätte sie sich doch niemals scheiden lassen oder wir hätten uns doch niemals verlieben können, als sie noch verheiratet war. Das ist doch der Punkt. Aber ich glaube, was Bea nicht von Lilly möchte, ist, dass da jetzt irgendwas nach vorne getragen wird, was sie eigentlich gar nicht möchte. Ja, was soll denn die Lilly nicht herausfinden? Ich weiß jetzt nicht, soll ich das sagen oder ich sag's jetzt einfach mal. Ihr erster Ehemann, der ist tot. Nach der Scheidung ist er direkt gestorben. Und meine Frau fühlt sich dafür verantwortlich. Sie glaubt, aber sie hätte Schuld daran. Aber kein Scheiß, Paul. Ganz im Ernst. Das kannst du sonst wem auftischen, aber nicht hier. Nein, Lilly, es ist wahr. Es war ein Unfall gewesen und Mama möchte darüber einfach nicht mehr reden. Hm? Das ist Fakt. Klar. Und warum hat mir deine Tante Magda was ganz anderes erzählt? Ich weiß nicht, was für eine Art Unfall soll denn gewesen sein? Wie gesagt, Norbert und Bea, die waren schon getrennt, aber Bea musste noch mal zurück in die Wohnung, weil sie halt Sachen holen musste. Norbert stand in der Küche auf einer Leiter und wollte halt eine neue Lampe da installieren. Er hat Bea gebeten, die Sicherung rauszudrehen. Jetzt ist Bea keine Elektrikerin, sie hat die Sicherung rausgedreht, aber leider die falsche. Und Norbert hat einen Schlag bekommen, ist so unglücklich von der Leiter gefallen, dass er sich das Genick gebrochen hat. Er war sofort tot. Ja. Deswegen macht sie sich noch Vorwürfe. Und da gab es auch kein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung oder sowas? Ja, doch. Es gab dieses Verfahren, aber es wurde halt eingestellt, weil meine Frau konnte schließlich nichts dafür. Lilly, Sie haben eben gesagt, Ihre Tante hätte Ihnen darüber was erzählt. Was hat Ihre Tante Ihnen denn darüber erzählt? Sie hat mir gesagt, irgendwie von wegen, wenn ich mir mal einen Mann suche, dass ich dann irgendwie gut hingucken muss oder so. Und dass es am Ende mit meiner Mutter keine Gefühle mehr für Norbert hat und solche Sachen irgendwie. Und sie hat aber nichts von irgendeiner Leiter und irgendeinem Stromkasten da erzählt. Das hätte sie doch gesagt, wenn das wirklich so wäre. Also, Herr Flecht, ich habe aber noch eine andere Frage. Als Ihre Frau und Lilly sich an dem Tag wegen des Detektivs gestritten haben, haben Sie da was von mitbekommen? Nein, ich hatte zwar frei an diesem Tag, war aber im Wohnzimmer gewesen. Das ist ein bisschen weiter weg von der Garage. Als Bea reinkam, hat sie mir natürlich erzählt, dass die beiden sich wieder gezofft haben. Und während des Gesprächs hörten wir dann auch schon diesen Knall. Also den Knall von der Geschichte, wo sie dann rückwärts aus der Garage rausgefahren ist, oder? Genau, ich bin dann sofort hin zu Lilly und habe mich natürlich um sie gekümmert. Noch Fragen an den Zeugen? Nein, an Flecht? Nein. Dann möchte ich mal diese Tante haben. Magda Butzen, die Schwester der Angeklagten. Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Frau Butzen, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Butzen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, hat sich schon längstens rumgesprochen. Und wenn man sich auch daran hält, macht man sich nicht strafbar. Magda ist Ihr Vorname. Sie sind 38 Jahre alt und wohnen in Herford. Was sind Sie vom Beruf? Verkäuferin. Als Schwester der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Nur ich möchte aussagen. Auf jeden Fall. Haben Sie an dem Tag mitbekommen, wie diese Auseinandersetzung und was es ging und wie sie geendet hat? Denn Sie waren ja zufälligerweise an dem Tag auch dort im Haus. Also das war nicht zu überhören. Ich war zwar gerade oben im Bad, also ich war bei meiner Schwester zu Besuch wie so oft und plötzlich hörte ich, wie unten eine lautstarke Diskussion losging. Also und meine Nichte war völlig außer sich und schrie rum, sie würde sich das alles nicht mehr bieten lassen und sie würde jetzt einen Detektiv engagieren. Und ich dachte wirklich noch, hallo, was ist denn da los? Aber Ihre Nichte wird ja nicht die Einzige gewesen sein, die da laut geworden ist. Ihre Schwester sicherlich auch. Haben Sie davon was mitbekommen, was die gesagt hat? Ja, ich habe schon, das habe ich auch gehört. Ich habe gehört, also meine Schwester hat beruhigend auf meine Nichte eingeredet und hat ihr schon gesagt, dass das so nicht geht, dass sie nicht einfach losgehen kann, sich einen Detektiv suchen, um sich einen Detektiv zu suchen und der dann noch grundlos vor allem Unruhe in die Familie bringt und die ganze Familie zerpflückt. Aber mal ganz im Ernst, will ich irgendwie Unruhe in die Familie bringen? Nö, ich will einfach nur wissen, wer mein Vater ist. Pass mal auf, mein Fräulein.
Ich glaube, du hast immer noch nicht so ganz verstanden, was für ein Glück du mit deiner Mutter hast. Dir ist gar nicht bewusst, wie sehr du den Menschen, die dich wirklich lieben, wehtust. Jetzt komm mal zur Vernunft. Und deine Mutter, bei der Vorgeschichte, die die hat, da ist das eine Hochleistung, dass sie dich großgezogen hat. Ja, klar. Moment mal, warum ist das eine Hochleistung? Worauf spielen Sie?